Was man noch machen sollte, ist in der ersten Inbetriebnahme ganz am Anfang den Behälter abzuschlemmen, zu reinigen. Dazu gehe ich in das Service-Menü. Service. Gebe hier wieder das Passwort 77 ein. Bestätige das mit Enter und bewege mich zu diesem Menüpunkt Zylindertausch. Enter. Und hier steht Reinigung neuer Zylinder. Ich bewege mich also hier wieder nach unten und mache da mal ein Ja. Und dann beginnt die Prozedur der Zylinderreinigung. Ja, da tut er dreimal den Behälter spülen, entleeren.